zu Slenderman. Einem alten, man könnte schon sagen, Retro-Let's Play, denn das Spiel ist ja schon älter. Aber ich habe mir gedacht, gerade gewittert es draußen und regnet. Und da passt das doch perfekt von der Stimmung. Und wir suchen hier mal die 8 Seiten. Verdammte Scheiße nochmal. Bisher ein bisschen angespannt, aber bisher ist da noch nicht viel. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, war vor ein paar Monaten. Und da habe ich AC/DC zugehört, damit ich nicht ganz in die Hosen scheiße. Verdammte Scheiße, das bleibt heute natürlich aus. Denn wir wollen das natürlich alles... Gewitter. Wir wollen das natürlich alles völlig authentisch wirken lassen. Und deswegen werde ich mir schön in die Hose scheißen, wenn er kommt. Nee, jetzt ernsthaft, Spiel habe ich bisher nicht ohne Hintergrundmusik gespielt. Also, falls ich jetzt Herzkasper kriege, dann werdet ihr das Ding sowieso nicht mehr sehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Aufbau war. Auf jeden Fall renne ich gerade im Kreis. Bin nämlich zweimal links eingebogen. Das Einzige, was ich weiß... Wir sollten einmal durchs Haus und dann wieder raus. Und zwar am besten am Anfang. Hier auch die neueste Version, die ich finden konnte, zumindest. Von dem noch kostenlosen Spiel, nicht von dem bezahlten. Und ja, ich sage mal, das verfehlt seine Wirkung nicht. Vogel, sei leise. Obwohl, mach weiter. Yeah. Nichts zu sehen. Also ihr seht genau das gleiche, was ich sehe. Gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Batterie hält, aber ich glaube, die geht mittlerweile relativ flott aus. Also, Halleluja. Ich bin schon leicht angespannt gerade. Vor allem irgendwie führt mich dieser Weg nirgendwo hin. Rechts sind irgendwo Vögel. Ah, die Tube. Also falls ihr euch wundert, warum ich das Licht ausgemacht habe. Ich habe das Licht ausgemacht, weil ich genau weiß, dass da jetzt gleich der Slenderman steht. Nee, doch nicht. Und da ist eine Seite. Na super. Einmal rein und einmal raus und dann ist immer wieder tot. Can't run! Na, ein Glück, du Arschloch. Da hat's gerade wieder gedonnert. Okay, wo geht der Weg? Da lang oder da lang? Geht da lang. Obwohl, links, links. Das Haus. Das müsste das Haus sein. Okay.
Hier lasse ich mal ausnahmsweise die Taschenlampe an. Irgendwo ist der. Das Bild ist verrauscht. Will ich hier wirklich rein? Da ist eine Seite, scheiße. Ich gar nicht umdrehen, gar nicht erst umdrehen. Oh Gott, scheiße. Der Stuhl ist umgekippt, aber ich glaube, das ist Deko. Das ist immer so scheiße, 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 scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob hier immer mehrere drin sind. Verdammte Kack. Okay. Alter Schäde, hier ist Ausgang. Links, rechts. Nicht zu sehen. Das war der falsche. Ich hätte den anderen erst nehmen sollen. Okay. Boah. Scheiß Schritte, echt, ey. Hab mich voll erschrocken gerade. Eieieiei, Falle. Böse Falle. Okay, da ist auch nichts. Oder? Nein, da ist nichts. Gut. Da ist Nada. Oh Gott, da ist auch Nada. Rechts oder links? Rechts. Alles klar, in die andere Seite. Danke sehr. Alter Schwede, ihr wollt mal verarschen, oder? Warum mache ich so einen Scheiß eigentlich? Nur weil es gewittert? Ist doch kacke. Ich hoffe jetzt, obwohl lieber nicht. Ich möchte meinen Computer noch ein bisschen behalten. Ein Blitzeinschlag, ganz schlecht. Eieieiei, da hat es mir aber gerade die Nackenhaare aufgestellt. Ich hoffe, er ist hinter mir her. Dann kann ich ja jetzt doch in die Richtung auf jeden Fall gehen. Kann es sein, dass die Lampe schwächer geworden ist? Soll ich sie ausmachen oder soll ich sie nicht ausmachen? Kack. Ich hasse Horrorspiele. Habe ich schon mal gesagt, ich hasse übrigens Horrorspiele. Ich gucke nicht mal Horrorfilme. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich hier mit dem Herzkasper denn auf dem Boden liege. Naja, was macht man nicht alles fürs Publikum? Was ist das da hinten? Okay, hier gabelt sich das. Links lang. Gar nicht. Wir haben zwei. Super. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Waren hinter den Häusern nicht eigentlich mal Kanister? Scheiße. Links, 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 links. An den Kanistern ist auch immer irgendein Zettel dran gewesen. Was mache ich hier eigentlich? Wo ist der Weg hin, verflucht? Oh Gott. Ich gehe doch gerade zurück, oder? Ich bin... Oh Gott. War da im linken Bild gerade was oder im rechten? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Verdammt!
yeah, gehen wir wieder auf drei Gelände. So muss das sein. Dann müssten ja hier gleich die krank sein. Okay. Einmal von links nach rechts geguckt. Blub, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ach Gott. Nichts. Eigentlich müsste ich jetzt auf der anderen Seite noch gucken. War das eindeutig, da ist nichts. Jetzt gucke ich auf der anderen Seite von den Dingern noch und jetzt... Nichts. Nichts. So eine Sau, was war das denn? 2 von 8. Das ist ja schlecht. Hat mich jetzt aber nicht ganz so weggehauen. Irgendwie war ich gefasster drauf. Hätte eigentlich damit gerechnet, dass der zwischen den Fässern ist. Naja, gut. Ja. Slenderman. Super Spiel. Werde ich nie wieder anfassen. Mach ich noch eine Runde? Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Wir haben es ja. Hier gibt's auch nur einen Weg, ne? Ja, scheiße. Wieso mache ich jetzt noch eine Runde? Bin ich bescheuert, Alter? Alter, ich muss echt, weiß ich nicht. Mir muss jemand ins Hirn geschissen haben. Das gibt's doch gar nicht. Sieht auf jeden Fall jetzt anders aus. Der Baum war eben gerade noch nicht da. Ich hab Angst. Und die Taschenlampe ist auf jeden Fall schwächer geworden. Ein Zettel. Always watches no eyes. Oh no. Falls ich dies nicht überleben werde oder sollte werden oder keine Ahnung, sagt der Bundeskanzlerin, sie kann mich am Arsch lecken. Danke. Dem Bundespräsidenten natürlich auch. Und Obama ja sowieso. Obwohl, der hört das ja sowieso mit Prism. Tag schön. Okay, da ist nichts. Da ist was dran. Help me. Ich will dir aber nicht helfen. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Scheiße, wo ist der Weg hin? Oh Gott. Zaun. Ganz schlecht. Ganz, 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 ganz schlecht. So schlecht, dass es so schlecht ist, dass es ganz, ganz schlecht ist. War da gerade ein Geräusch? Oh, Weg. Aber hier ist der bekackte Zaun. Hier komme ich her. Alter, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Nee, ist ein anderer Wagen. Halt die Klappe, Vogel! Kein Dings dran. Hallo? Alter Schwede. Herzkasper. Boah, Alter, die Nebel, die machen mich auch kirre.
Ich will doch nur nach Hause. Wieso habe ich noch mal angefangen? Bin ich denn des Teufels oder was? Ich will doch nur nach Hause. Ich will doch nur nach Hause. Da ist schon wieder diese Kack-Tonne. Ich gucke ja ab und zu mal aus dem Fenster. Ich hoffe, es erwischt mich, wenn ich aus dem Fenster gucke. Da muss ich nämlich nur dieses gequälte Schreien auf meinen Ohren ertragen. Ich wusste schon immer, Berliner Wälder sind bei Nacht sehr, sehr gefährlich. Da ist er irgendwo. Irgendwo ist er gewesen. Ich laufe einfach geradeaus. Kein Ding. Laufe nach vorne. Laufe nach vorne. Immer nach vorne. Und da sind keine Augen, die mich beobachten. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh Gott, oh Bärchen. Scheiße. Was ist das da hinten? Da muss ich hin. Alter, ich muss da hin, verflucht. Alter, ich muss da hin und das Kacke. Verdammte Kacke, da ist auch noch ein bekacktes Zettel, Alter, das gibt's nicht. Ich krieg die Krise, Alter, ich stehe voll unter Spannung gerade. No, 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 du kannst mich mal am Arsch lecken. Nein, ich hab schon, oh Gott. Falsche Taste gedrückt. Wo geht's hier lang? Scheiße, Zaun. Ich muss irgendwie wieder rechts auf die Landstraße. Oh, dann geh ich nach Hause. Alan Wake ist hier ein Scheiß dagegen, echt, ey. Mann, Meter. Ich glaub, danach muss ich mir erstmal ein Bad nehmen. Es war ein Entspannungsbad. Junge, Junge. Vögel. Die starren doch nur auf mich. Die wissen genau, was kommt. Was ist das da? Das ist nur eine Nebelwand. Und was ist das? Das ist auch nur eine... Ah! Oh Gott, da gucke ich mal in die Richtung, um den Scheiß mitzumachen und dann steht da einer! Mann, ey! Mehr, wo ich hinlaufe, aber ich glaube, dass ich gerade wieder gegen einen Zaun laufen werde. Kennt ihr das, wenn man von irgendwas verfolgt wird und irgendwann keinen Bock mehr hat, dann möchte man einfach nur noch stehen bleiben. Scheiße, da muss ich auch ran, oder? Nee, doch nicht. Sah jetzt nicht wichtig aus. Wenn es wichtig aussah, Pech gehabt. Ich bin sowieso gut wie tot. Ich bin tot. Sorry. Okay, ich laufe hier anscheinend im Kreis.
keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe auf jeden Fall irgendwie links lang immer so ein bisschen. Kacke. Bekackter Zaun. Wer macht um dem scheiß Waldstück einen Zaun rum? Und dann auch noch viereckig? Seid ihr des Wilds oder was? Ist nur eine Nebelwand. Okay, ich hab schon gedacht, das ist eine Wand. Alter, in das Haus geht ja sowieso nicht mehr rein, ne? Das ist ja schon mal abgegessen. Ich bin schon wieder da. Kacke. Ich bin im Kreis gelaufen. Und meine bekackte Taschenlampe wird schwächer, glaube ich. Das ist es nicht wert. Geht's da lang? Nee. Soll ich mich mal umdrehen? Ach ja, ihr könnt ja gar nichts in die Kommentare schreiben. Ist ja das Video schon vorbei. Ja. Kacke. Also, um ehrlich zu sein, traue ich mich aber auch nicht. Alter Schäde, ich krieg die Krise, ey. Wunderbar. Ich laufe die gesamte Strecke wieder ab, oder was? Kacke. Bin ich jetzt rechts gelaufen? Fuck. Ich muss nach links. Ich muss nach links durch den Wald. Ein bekackter Zaun. Wieder ein bekackter Zaun. Den Förster werde ich umbringen. Obwohl, der ist wahrscheinlich schon tot. Wahrscheinlich ist das der Förster. Verdammt. Aber ich habe die Zigarettenkippe doch ausgemacht. Ich kann auch nichts dafür, dass der Wald abgefackelt ist. Verdammt nochmal. Okay, da waren wir schon, dann gehe ich jetzt weiter rechts. Ist das ein Baum? Ja, das ist ein Baum. Ziemlich fetter Baum, aber ein Baum. Oh, da waren wir auch schon drin. Ich muss da durch. Wenn ich die ganze... War das Teil vorhin da auch schon? Ah! Puh, Alter, scheiße! Tasten merken. Links klicken, rechts aus. Danke sehr. Jesus Maria. Alter, das Ding war aber vorhin noch nicht da, oder? Übersehen. Vier von acht. Ich glaube, ich brauche nachher mehr als ein Entspannungsbad. Alter, ich sehe auch kaum noch was. Also falls ihr euch wundert, ihr seht genau das gleiche wie ich. Ich kann übrigens empfehlen, das Ding nur in Vollbild zu gucken. Weil der Monitor das dann von der Helligkeit besser regulieren kann.
Ich laufe jetzt nach links und es sieht so aus, als ob ich da schon mal war. Deswegen laufe ich jetzt nach rechts und werde... Gott! Was mache ich hier für eine Scheiße? Alter, ich sehe nur noch irgendwelche Nebel und irgendwelche Geister und ich stelle mein Gehirn spielt mit mir Streiche, glaube ich. Alter, seht ihr den da? Ich sehe gar nichts. Alter, wo ist die Sau? Wie unfair. Wo ist der? Wo ist der? Alter, ihr wollt mich verarschen. Wo ist die Sau? Scheiße, meine Lampe geht aus. Alter, ohne Scheiß, wenn die Lampe ausgeht, dann stelle ich mich dem Ding. Bin ich wenigstens drauf gefasst. Cool, jetzt renne ich in die entgegengesetzte Richtung. Yeah, baby. So liebe ich es. Das Kacklicht geht aus. Ich renne in die vollkommen andere Richtung, weil da ein kacktes Vieh steht, was man nicht identifizieren kann. Warum spiele ich den Kack überhaupt? Bin ich total bescheuert? Ja, ist die Antwort. Umdrehen oder nicht umdrehen? Okay. Wo ist die Sau? Wo ist der? Wo bin ich denn? Wieso ist hier ein bekacktes Blatt? Du willst mich verscheißern, wo bin ich? Alter, der Zaun, ne? Der geht mir gerade völlig unter die Haut. Wo bin ich? Ich drehe mich um, auf einmal ist die scheiß Taschenlampe aus. Oh Gott. Okay. Ich werde langsam. Ja, ich habe, wie gesagt, nicht losgeschrieben, weil ich mich selig darauf vorbereitet habe, jetzt wo die Taschenlampe ausgegangen ist. 5 von 8, das ist schon mal ein besserer Schnitt. Werde ich trotzdem nicht mehr spielen. Alter Schwede. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse Horrorspiele. Ich hasse Horrorfilme. Ich hasse überhaupt Horror. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Spiele ich lieber eine Komödie? Keine Ahnung. GTA. Ist eine super Komödie. Na gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so der Schrei gewesen, na gut, vielleicht beim ersten Mal, aber das ist halt der Schock, wenn man das Ding das erste Mal mal wieder sieht, glaube ich. Spielt es selbst, wahrscheinlich habt ihr es schon selbst gespielt, das Spiel ist auch schon Jahre aus, auf, oh Gott. Thank you.